Na hallihallo, willkommen zurück hier bei Below und auf meinem Kanal. Jake Kloxen ist mein Name und ja, seit meiner letzten Anführungszeichen Probeaufnahme ist jetzt eine Woche vergangen. Es ist Weihnachten rum, es war die reinste Folter. Ich hatte kaum Zeit zum generell zum Zocken, zum Daddeln hier und für eine Aufnahme hat sowieso nicht gereicht. Das heißt, Below hat jetzt eine Woche bei mir rumgelegen. Das war, also wie gesagt, die reinste Folter. Ja, jetzt geht's endlich weiter. Ich habe Zeit für eine Aufnahme. Es ist Samstag bei mir, der Samstag zwischen den Jahren quasi, vor Silvester, nach Weihnachten. Und jetzt werde ich hier, I will daddle the shit out of this, dass das mal klar ist, bis die Nacht reinbricht. So, nichtsdestotrotz, es gibt mehrere Gründe, warum ich das hier mit den sanften Gitarrenklängen von Jim Guthrie erneut beginne. Ich musste das bis hierher nochmal neu spielen. Also, das kann man jetzt trotzdem nicht zocken nennen, weil alles schon mal gesehen quasi. Und das hat mehrere Gründe. Also, auch das hat mehrere Gründe. Der eine war, ich hab den Speicherstand aus Versehen gelöscht. Ich bin mehrere Male immer so kurzfristig in das Spiel zurückgekehrt. Ich mache mir zwischendurch mal hier so ein nettes Süppchen. Ja. Nein, das ist kein Süppchen. Musste in das Spiel zurückkehren, weil ich musste ja auch hier die Folgen vorbereiten. Ich brauchte noch eine Lagerfeueraufnahme für den einen Abspann, den ihr letztes Mal gesehen habt. Und das wird eine Suppe, sehr schön. Und auch für den Thumbnail, also soll heißen das Bild, was ihr seht, wenn ihr so ein Video hier aufruft am Anfang. Auch das musste ich erstmal erstellen und dazu musste ich ins Spiel zurück. Dann musste ich von der Videoqualität her, weil das hier alles sehr dunkel geraten ist, ein bisschen was testen und rumschräubeln. Da bin ich 5000 Mal immer im Level 1 quasi im Untergeschoss 1 hin und her gegurkt, ja. Und zwischendurch bin ich dann mal statt auf Beenden auf Spielstand löschen gekommen. Ja, und die letzte Stunde quasi habe ich hier den Fortschritt wieder aufgeholt. So, das heißt, jetzt geht's weiter. Und wie in der letzten Folge angekündigt am Ende, ab jetzt von hier an blind. Von hier an blind und auf einem Auge blöd sozusagen. Und sowieso, gibt's was zwischendurch? Die ein oder andere Erkenntnis habe ich gewonnen. Also Lagerfeuer sind keine Checkpoints, außer du aktivierst das mit diesen 25 Bits, also die Dinger oben rechts, die du in der Ecke hast. Ja, ich war jetzt ein bisschen sparsamer mit der Lampe, weil die Umgebung ist zwar random, nichtsdestotrotz auch wieder zwischendurch gewesen, aber man kennt die Gefahren halt so, schon so weit, deswegen konnte ich das Licht auslassen größtenteils. Jetzt kam keine Jim Guthrie Musik. Achso, weil ich bis rumgesessen habe. Was soll ich sagen, außer die eine oder andere Erkenntnis, also die Lagerfeuer sind keine Checkpoints, außer du aktivierst sie. Und gespeichert wird immer quasi, wenn du einen neuen Raum betrittst. Also wenn ich jetzt beenden würde und wieder laden würde, würde ich hier wieder in diesen Raum reinkommen. Hätte das Lagerfeuer nicht angemacht, hätte meine Suppe nicht gekocht und hätte unten die Truhe nicht ausgeräumt, was mich dazu bringt, da war diesmal keine Bombe drin. Also hier kein Bombentutorial. So, dann leuchten wir mal mit der Lampe endlich auf diesen verdammten Monolithen. Und dann geht da ganz viel auf. Und es leuchtet eine Raute und jetzt kommt die runter und gibt mir bestimmt gleich die Macht. Oder so. Ich kann mich auf jeden Fall gerade nicht bewegen. Ich habe ein Achievement. In the pocket. Okay. Ich wusste nicht, dass in diesem Spiel Housing angesagt ist. Okay. Wo sind wir? Links ist ein Schrank, rechts ist ein Scheißhaus. Und ganz und unten ist eine Truhe. In the pocket. Also wie gesagt, hier alles neu. Oh, hier können wir die Waffen... Hier können wir Waffen wechseln? Hier können wir Waffen wegtun. Oder so. Also Schwert oben, wir sehen's, müssen wir behalten. Und lagern können wir jetzt den Speer oder den Bogen. Will ich eigentlich nicht, weil wir haben ja genug Platz. Aber das ist gut zu wissen. Wir haben hier ein Lagerfeuer, das brennt fröhlich vor... Was ist denn das? Oh, hier kommen wir. Ich wollte gerade sagen, die Kategorie heißt Suppe, aber nein. Das Item heißt Suppe. Okay, ich wollte gerade sagen, das Suppenregal oder so. Ist okay. Nein. So, dann wollen wir mal sehen. Also hier können wir Lebensmittel einlagern oder ähnliches. Ich wäre schön blöd, wenn ich hier eine Flasche zurücklasse. Aber rote Pilze zum Beispiel, wir behalten mal eine und tun eine weg.
Achso, Happen kriegen wir übrigens von Ratten, die wir killen. Ja, unterwegs finden wir Ratten. Und das sind keine Dekoratten, sondern die kann man töten und häuten und schlachten und essen. Dass das mal klar ist. Gut, wem ist übrigens... Jetzt steht der Pilz hier oben. Das ist ja cool. Wem es übrigens aufgefallen ist, eventuell die Audiophilen quasi an meinem Mikro hat sich von der Qualität her das ein oder andere geändert, um es rauszusagen, ich habe ein neues Mikrofon. Ich habe ein neues Mikrofon. Auch das durfte ich zwischendurch testen, ohne irgendwas aufnehmen zu können, quasi. Ja, und ich hoffe, das klingt jetzt besser. Es hat mich vorher immer so ein bisschen gewurmt, dass das für meine Ohren immer noch so ein bisschen low-quality gesoundet hat, ja. Mein Gott, ich quatsche hier 5 Minuten über mich und mache nichts an dem Spiel, außer wild durch die Gegend eiern. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal, also für jede der Kategorien gibt es hier einen einzelnen Schrank. Das ist richtig toll zu wissen. Das heißt, wir lagern hier mal die Pfeile ein, aber das lassen wir lieber. Ich habe 3 gute Pflaster, also lagern wir die schlechten Pflaster, Bandagen plus, und lagern wir die schlechten Pflaster hier mal ein, weil das spart Platz. Ich finde das interessant, dass wir hier quasi ein permanentes Lager haben. Oh, hier war ein Fragezeichen. Ich habe es genau gesehen. Was ist denn das? Das Bitlager. Ach du Scheibe. Warum will ich meine Bits einlagern? Ich nehme an, also das ist hier so... Es ist ein Roguelite, das Spiel. Das heißt, wir werden sterben, schätzungsweise. Und alles, was wir am Mann haben, bleibt dann, ich denke mal, auch liegen. Und den Rest können wir hier lagern. Das ist ja interessant. Das heißt, du kannst dich jetzt hier quasi selber ein bisschen einschränken, indem du Zeug zurücklässt, dir dann aber den nächsten Spieleinstieg einen Vorteil sicherst oder so. Interessant. Was geht denn hier ab? Oh, was ist mit dir? Ach, das... hä? Eine Schmiede. Cool. Das ist übrigens noch dazugekommen. In Level 2, kurz bevor ich angekommen bin, bei der letzten Höhle mit dem Lagerfeuer, habe ich einen grünen Geisteraffen gesehen. Und ich habe ihn getötet. Und als ich ihn gehäutet hatte, hatte ich eine Struppe. Also eine ganz normale Struppe, nichts Besonderes. Ich wollte es nur erwähnt haben und finde es gemein, dass ich das nicht auf Video habe. So, das nächste, die Schmiede. Nein, das ist schon wieder das Bitlager. Was zur Hölle? Das ist der Schrank. Hä? Kann ich hier? Der geht rückwärts an den Schrank ran. Der geht rückwärts ans Bitlager ran, aber mit dem Amboss kann ich nichts machen. Das ist schon wieder komisch. Kann ich jetzt mehr am Lager machen? Ich kann schlafen. Okay, nein. Jetzt nicht. Danke. Aber, ich kann eins machen. Ich kann zurück zu einem Checkpoint, den ich ja oben am Nordstrand gesetzt hatte. Wobei mir da übrigens die nächste Frage gekommen ist. Wenn der Fahrstuhl unten ist, weil ich runtergefahren bin, beziehungsweise unten bin, ich würde neu anfangen, wäre denn der Fahrstuhl oben oder wäre die Abkürzung für den Arsch, weil der Fahrstuhl unten ist und ich oben? Und was zum Henker? Ich kann hier nichts mehr machen. Was hat denn das jetzt gebracht? Muss ich hier schlafen, um weiter zu können? Oder muss ich die Lampe halt einfach dahin halten? Nein. Hier passiert nichts. Es scheint auch nicht wirklich irgendwo hin. Okay. Hab ich Durst? Nee. Die Dinger oben sind alle links. Die Bedürfnisse sind alle gelockt. Okay. Ja, das heißt, das Einzige, was wir hier machen können, ist schlafen, ne? Na gut, dann machen wir... So, das heißt, voll gefuttert und leer geräumt. Guts Nächtle. Ich könnte einen Scheiß schlafen. Also, das wäre mir da viel zu laut. Jetzt sind wir wieder hier. Aha. Spekulationen. Zum Beispiel, war das nur ein Traum? Heißt das, ich habe den Pilz jetzt... im Traum gegessen. Nee, ist er das? Nee, ich habe einen habe ich behalten. So rum war's. Okay, wie geht's hier weiter? Achso, hier geht's einfach durch. Na gut. Achso, und mit der Lampe hatte sich ja auch was geändert, ne? Jetzt ist in der Mitte eine von den 1, 2, 3, 4 Rauten hell. Okay. Ja, wir haaren der Dinge, die da kommen, gehen auf jeden Fall erstmal ein Stockwerk runter. 3, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Genau. Achso, und ja, natürlich, nichtsdestotrotz, auch wenn ich das Spiel neu starten musste, unser Abenteurer heißt nach wie vor Lutlutzen. Aktuell. Lutlutzen, der erste. 2.0 jetzt aber. Oder so. Was ziemlich redundant ist. Okay, und die dicken Viecher wären mehr. Achso, ich könnte auch einfach mal das verdammte Schwert rausnehmen. Obwohl mir der Speer lieber ist. Haust du ab. Ihr auch. Ach man. So, ja, es ist jetzt die Frage. Warte mal, habe ich einen Splitter dabei? Ich würde gern einen Splitter dabei haben. Warte mal. Und einen Stachel dabei haben. Damit ich gucken kann, falls es hier irgendwie neue Rezepte gibt. So, jetzt haben wir einen Stachel. Mit dem können wir aktuell nämlich noch überhaupt nichts machen. Obwohl wir Holz dabei haben. Ach nee, da bräuchte man noch einen extra Stachel, wenn ich mich recht entsinne. Nee, nicht Stachel, sondern Splitter. Um da Stachelpfeile draus zu machen. Was ein bisschen bescheuert ist, weil eigentlich brauchst du doch eine Schrippe. Keine Schrippe, also wir benutzen hier keine Backwaren, um Pfeile zu bauen. Eine Strippe bräuchten wir eigentlich, um einen Pfeil zu machen aus einem Stock. Auf Wiedersehen, Blitz. Aus einem Stock und einem Stachel. Aber irgendwie brauchen wir trotzdem noch einen Stachel. Das ist, Splitter. Das ist irgendwie seltsam. Matsch, ausgezeichnet. Oh je. Ja, wie haben euch die ersten drei Folgen gefallen? Also, wenn ihr sie geguckt habt. Ich hatte eine... ich hatte eine Reaktion von einem Let's Player-Kollegen, dessen Name ich jetzt hier schätzungsweise einblenden werde. Ich assoziiere ihn immer sofort mit Tobi. Heißt er Tobi? Ich glaube, er heißt Tobi. Irgendwie Tobi. Jedenfalls, er hat die erste Folge geguckt und gemeint, das Spiel wäre völlig an ihm vorbeigegangen. Und mehr Reaktionen habe ich nicht gehört. Also, im Stillen hoffe ich natürlich, dass er weitergeguckt hat. Aber eigentlich glaube ich, dass er das Spiel quasi für sich entdeckt hat und jetzt selber zockt, anstatt sich hier zu spoilern. Was natürlich schön ist. Also für ihn. Aber nicht für mich. Ich freue mich natürlich, dass er ein neues Spiel entdeckt hat. Über mich. Ich bin quasi der Nano unter den Nano-Influencern. Ach je, aber wie gefällt es euch bisher? Das ist die Frage. Strippe. Na, aber gern doch. Und von denen hatten wir jetzt theoretisch auch keinen mehr gehabt. Von den... Wie heißen sie? Ich habe schon wieder vergessen. Blutmoos. Genau, Blutmoos. Achso, und die Pflaster wollte ich immer noch auf die rechte Seite legen. Hier, ausgezeichnet. Ach, welch herrlich atmosphärische Musik übrigens, muss ich ja sagen. Und langsam aber sicher verzweigt sich das hier. So ein bisschen. Ach ja. Okay, denn ja, da von oben rechts nach unten links oder so, ne? Gehen wir erstmal die oberen Ecken ab. Oh je. Der ist noch... Ist das ein normaler Dicker? Oder ist das ein dicker Dicker? Und wie dick werden die dicken Dicken eigentlich? Hallo. Kann ich dich hauen? Oh Gott. Der wehrt ab. Die Sau. Oh Gott. Okay, alles klar. Wir lernen. Wir lernen durch Schmerz. Also der Typ, ich konnte ihn blocken, er hat mich aber direkt aus dem Block rausgehauen, wobei ich dann auch anteilig gestunt war, aber zumindest hat er anfangs keinen Schaden gemacht. Und er hat mehrere Attacken gebraucht. Also, ach, das ist die Taste. Das ist bei mir die Y- bzw. Dreieckstaste für die PlayStation-Spieler unter euch und ich verwechsel das immer mit der R1-Taste. Sollte normalerweise nicht vorkommen, aber aus irgendeinem Spiel habe ich mir das angewöhnt, mit Y beziehungsweise Dreieck auszuweichen. Da war eine Ratte. Und eine Schlange. Und jetzt ist sie tot. Jetzt kann ich sie häuten und kriege bestimmt ein Fell. Ich glaube es nicht. Das war völlig geraten. Warum hat die Schlange Fell? Vielleicht war es eher Gewölle. Vielleicht hatte sie mal irgendwas mit Fell gefressen. Hallo.
Hier hinten hört man irgendwas. Hoppala! Was ist mit dir? Ja, ja, ja. Oh. Wow. Oh, was war das? Ich habe irgendwas abgekriegt. Oh, meine Lampe. Ach, Bit Nummer 2. Ach so, das ist mir jetzt beim zweiten Anlauf am Nordstrand auch aufgefallen. Als wir das erste Bit uns geholt haben, hat es genau diesen Blitz gegeben und dadurch sind die Füchse am Strand gestorben. Ist mir beim zweiten Mal nochmal aufgefallen, weil sie da noch aufgejault haben. Hier ist jetzt bestimmt gerade was Ähnliches passiert. Mal davon abgesehen, dass ich die Ratten, die hier waren, schon getötet hatte. Ich nehme mal einen Schluck Wasser, weil ich bin durstig, so wie es aussieht. So, eine weitere Stachelfalle. Halt. Es gibt Leute, die sind beim Auslösen der Stachelfalle, also mit dem Schwert, gestorben. Wobei ich davon eher ausgehe, dass sie das mit dem Schwert gemacht haben. Ja, man geht ja auch nicht so nah ran. Siehst du, guck mal, hier ist ein Haufen, hier liegt jetzt ein Haufen Matsch rum. Warum liegt denn hier jetzt so viel Matsch rum? Ich meine, finde ich geil, endlich mal ordentlich Matsch dabei zu haben. Dann muss ich doch glatt nochmal gucken gehen, ob hier noch irgendwas gestorben wurde. Okay, ich glaube, ich gehe dann doch eher oben links lang. Das scheint sich hier unten alles ineinander zu verzweigen. So, aber erstmal haben wir genug, ja. Und plopp und plopp und plopp machen wir uns wieder ein Plus-1-Pflaster oder wie sich das auch immer schimpft. Wir bräuchten noch einmal Glut, um Phosphor zu machen. Genau das gleiche Prinzip wie mit dem Stachel. Ich möchte es einfach einmal im Inventar haben, um eventuelle Rezepte herauszufinden. Und warte mal, die Pfeile? Quatsch, nicht die Pfeile. Ach doch, ein Bündel Holz habe ich, alles klar. Das wäre jetzt meine nächste Sorge gewesen. Wir könnten zwischendurch mal was essen. Ich nehme einfach mal so ein Stück Ratte und noch ein Stück Ratte. Wenn ihr das seht, ihr seht das oben, ich wurde verletzt und wenn ich dann was esse und so weiter, dann wirkt das alles Richtung Lebensenergie. Und zwar auch nicht sofort, ne? Sondern ein wenig über die Zeit. Aber anhalten. Ist der neu, der Typ? Oder habe ich den vorhin einfach nicht gesehen? Den links jetzt hier. Ich glaube, ich hatte den nicht gesehen, weil ich da unten noch nicht war. Und das werden wir erstmal so lassen. Denn, wie gesagt, ich gehe erstmal nach oben links. Es haben sich auch viele beschwert. Ja, ich weiß, ich lamentiere hier über andere Leute rum, aber trotzdem. Es haben sich welche beschwert, dass der Typ halt zu schnell wieder Hunger leidet. Hatte ich das in der ersten Folge schon mal erwähnt? Kann durchaus sein. Und halt, dass die Theorie besteht, dass je aktiver er quasi ist, desto schneller hat er wieder Hunger. Was ich gut finde, muss ich sagen. Das wirkt realistisch. So, da haben wir wieder einen dickeren. Okay, der wird ab. Der wird immer noch ab. Ah ja, okay. Alles klar, also wenn er ausholt, muss ich schneller ausholen. Quasi, wir fallen ihm ins Wort, was zwar total unhöflich ist, aber naja. Für die Historical European Martial Arts Fans beziehungsweise Kenner würde das heißen, wir fallen ihm ins Sprechfenster. Aber das nur am Rand. So, da war wieder eine Schlange. Ich wollte das Moos zwar nicht mitnehmen, aber dann nehmen wir es halt mit. So, was hast denn du jetzt dabei? Wir haben die Schlange gehäutet und haben die Schlange dafür bekommen. Lecker Innenleben. Das ist ja widerlich. Lecker Innenleben. Mach mal die gute Innereiensuppe. Sorry. Das ist ja ekelhaft. Ich meine, Ratte zu essen ist schon widerlich. Und Fuchs ist einfach nur daneben. Aber Schlangeninnereien. Ich meine, so eine Schlange ist doch die reinste Innerei. Habe ich oben irgendwas übersehen? Das hat mich jetzt gerade... Ich nehme einen Schluck Wasser, um den bitteren Geschmack hier wegzukriegen. Ah ja, guck mal. Oh, Ratte. Leckere, einfache Ratte, die leider nichts dabei hat. Na gut, hätte ja klappen können, dass hier oben noch irgendwas ist. Dann haben sich einige beschwert. Was ich durchaus berechtigt finde, ist, dass die Sprinten-Taste und die Ausführen-Taste beides auf X, beziehungsweise beim Xbox-Controller die A-Taste ist. Ich habe aber gemerkt,
Also das Problem ist, wenn man vielleicht lossprinten will, dass irgendwas aufgenommen wird, anstatt sich aus dem Staub zu machen, ja, also was auf dem Boden rumliegt. Ich habe aber gemerkt, dass wenn du dich bewegst, ist das Nehmen oder Benutzen deaktiviert, sondern es erfolgt automatisch der Sprint. Ja, also das ist eigentlich quasi in dem Moment total sicher. Aber das auch nur am Rand. Oh, hier sind riesige auch wieder Monolithen mitten im Bild. Darauf hatte ich beim Spielen die ersten paar Runden auch überhaupt nicht geachtet, was hier so neben den Laufwegen abgeht, so an Umgebung quasi. Also was immer so teilweise versteckt, teilweise im Nebel noch gelegen ist, wie tief hier manchmal sogar die Schluchten sind, dass unten ab und zu noch Wasser ist. Alles total, total toll, finde ich. Oh, siehst du, der kann das doch auslösen. Die Kleinen sind das immer durchgelatscht. Interessant. Tja, da hat er sich voll das Ei gepellt, der Idiot. Wo ist denn die Schlange jetzt denn? Hier. So, was hast denn du dabei? Du hast nur einen Happen dabei. Das ist ja nett. So, hier haben wir einmal Asche. Alles klar. Glut, Entschuldigung. Da werden wir uns jetzt nämlich direkt mal super Phosphor draus basteln. Spart erstens Platz. Oh, wir haben einen Haufen. Wir haben wieder einen Haufen Dingens hier. Wir haben ja so viel Matsch. Das ist ja super. So, noch zweimal Matsch. Jetzt fehlt es aber tatsächlich mal am Blutmoos. Gut. Ach, gucke an. Einmal Blutmoos. Ist ja super. Dass das hier einfach so mal in Fladen rumliegt, finde ich auch sehr, sehr interessant. Ach so, scheiße, jetzt haben wir bloß noch Strippe. Nee, das muss nicht sein. Die Strippe, das gibt ja nur die normalen Pflaster und die sind zwar auch ganz toll, aber das ist dann wieder ein separater Inventarplatz. Wo zum Geier geht's hier lang? Und hin? So nur im Schalon hier quasi durch die Höhle latschen. Ohne Sinn und Verstand. Ich habe über die Feiertage Indiana Jones geguckt und das war ein Fehler. Da wollte ich Below denn nur noch mehr spielen. Ja, weich du ruhig aus. Siehste, hast du davon. Alles kein Problem. Ja, aber brauchst nicht rumkommen. Ich mach das doch so. Ist alles okay. Also bis jetzt finde ich es sehr angenehm. Es hat alles Sinn und Verstand hier so. Jetzt haben wir einmal Phosphor und einmal Asche. Ausgezeichnet, genauso will ich es haben. Hier geht's nach unten. Ja, das zeigt auch die Karte an. Oh. Und hier haben wir irgendwas. Aktuell ohne Sinn. Aber das kann sich ja noch geben. Da oben ist wieder ein dickerer. Achso, und eins habe ich festgestellt, man kann die Bits auch absichtlich droppen mit dem D-Pad nach unten. Dann legt man da so einen blauen hin und dann bleibt der da liegen. Warum auch immer. Ach, hier. Ah, ist er wieder reingerannt. Ach, ist der tollpatschig. Oh, da hat er schneller reagiert als ich. Ich dachte, er lässt sich ein bisschen mehr Zeit mit dem Ausholen. Ja, der blaue Bit, der bleibt jetzt hier halt einfach liegen. Fertig. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aufheben, also man kann nicht versehentlich aufheben, indem man drüber läuft wie bei den anderen, sondern der bleibt liegen. Da musste quasi die Aufheben-Taste drücken. Meine Fresse. Hier geht's ja rund. Mit Schlange. Snakes in a cave. So, du hast ein Fell. Und du hast ein Happen. Also ausgezeichnet. Wie steht's eigentlich apropos Happen? Ich nehme jetzt mal eine Suppe. Weil ich könnte wetten, wir nähern uns langsam aber sicher dem nächsten Lagerfeuer. Das sieht ja soweit ganz gut aus hier eigentlich. Ich wünschte, man könnte es ordnen. An sich. Quasi, dass es nicht so kreuzig wäre. Ach so. Ja, ach so, stimmt, hier geht's runter. Hätte ich fast vergessen. So im Hintergrund hört man ganz schön viel Rumrumore. Da wundert man sich natürlich. Aber hier ist nichts. Hier ist einfach mal nichts, nur der Ausgang. Okay, wie sieht es mit der Lampenenergie aus? 122? Ja, das ist das Problem. Also, was ich festgestellt habe, zwischendrin, wenn du durch bist, durch die Level, bist du durch. Ja, ich habe das Gefühl, so ab und zu regeneriert sich mal noch eine Ratte. Achso, hier geht es nicht lang. Oder so.
Aha. Okay, ich dachte, hier kann ich einfach rein, aber anscheinend nicht. Hier braucht man entweder hier was oder da was. Das sind beides die gleichen Symbole. Ich zünd mal das Dingens an, weil ich es kann. Und da hinten habe ich auch anscheinend ein Bit vergessen. Danke. Was wollte ich sagen? Achso, aber die Gegner kommen nicht wieder. Das heißt, wenn du durch bist, dann solltest du, also beim ersten Mal durcheiern, kannst du ruhig die Lampe anhaben. Und dann solltest du eigentlich auch alle Fallen und so weiter auslösen. Und ähnliches, also zum Beispiel die Stachelfallen halt, dass du da nicht reinrauscht. Und beim zweiten Mal durchrennen, wenn du halt irgendwie Backtracking betreiben musst, dann solltest du doch die Lampe ausmachen. Weil wie gesagt, also keine neuen Gegner, keine neuen Bits, ne? Keine Arme, keine Schokolade. Sorry. Okay. Ja, da wär's jetzt... Warum renne ich jetzt eigentlich zurück? Ich wollte eigentlich bloß bis zu dem Höhleneingang. Scheiße. Warte. Haben wir gleich. Das macht das Reden unterwegs. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Stell dir vor, der Busfahrer würde die ganze Zeit labern. Er würde sich ständig verfahren. Okay, noch brennt das Feuer. Ich nehme mal an, es geht gleich aus. Ja, und atmosphärisch echt erste Sahne. Muss ich einfach nur sagen. Also, so jetzt hier gerade so auf die Ohren. Mit dem Hall. Mit dem Wind. Und dem Gerede von dem J-Clocks. Was sagt die Karte? Hier verzweigt sich schon wieder. Na, sowas. Es wird ein bisschen größer jetzt langsam, ne? Die ersten ein, zwei Level waren noch sehr übersichtlich. Ein bisschen, auch so ein bisschen linear. Aber hier geht's jetzt langsam aber sicher echt rund. Okay, hier unten geht's nach rechts raus. Okay. Führt das vielleicht sogar wieder zurück zu den anderen Strängen da hinten? Das wäre interessant. Auf jeden Fall gibt es eine Möglichkeit, wenn ich hier weiter nichts finde, einen anderen Weg in Richtung zurückzugehen, beziehungsweise zu nehmen. Ist doch super. Finde ich gut. So ein Rundkurs ist schön. Einen Stock nehmen wir auch mal mit. Ich höre was. Machen wir mal die Lampe an. Wir haben es ja. Haha. So, wer will, wer hat noch nicht. Kommst du freiwillig? Komm mal rüber hier. Oh, ist er rum? Ich wollte gerade sagen, geht da rum, aber nein. Nein, Finsterling ist zu dumm dazu. Na gut. Strüppe sind voll. Nee, generell. Unser Handwerksmaterialieninventar ist voll. War hier gerade eine Schlange? Nee. Hab mich geirrt. Ja. Ich denke immer, dass hier auch ein bisschen was von der aktuellen Umgebung angezeigt wird, weil man es aus anderen Spielen kennt. Dass man eine Umgebungskarte hat. Aber dem ist auch nicht so. Okay. Hier sind wir anscheinend auch fertig. Huch, hallo. Wie tief das hier noch so überall runter geht. Ich meine, klar, es ist nur Kulisse oder so, aber trotzdem. Gibt Atmosphäre. Okay, irgendwie großes Blattwerk im Hintergrund. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme immer noch. Ich habe festgestellt, ich spiele heller. Ich spiele das Spiel irgendwie heller, als es dann in der Aufnahme rüberkommt. Interessanterweise, aber ich kann es auch nicht dunkler drehen, weil dann wird es ja in der Aufnahme noch dunkler. Das muss ja auch nicht sein. Aber deswegen, falls sich einer wundert, dass ich hier viele, viele Stellen halt ohne Lampe lang latsche und mich nicht beschwere, dass es zu dunkel ist. Bei mir ist es halt nicht zu dunkel. So, das ist der Etagenschlüssel. Und hier liegt ein Stock rum. Ich wollte nämlich auch eigentlich testen... Oh, hier unten wird es jetzt aber trotzdem sehr dunkel gerade. Warum wird es gerade so dunkel, obwohl ich die Lampe anhabe? Keine Ahnung. Okay, ich wollte mich auch mal testen, ob man mit einem Bündel Stöcke auch Fackeln machen kann. Nee, anscheinend nicht. Also Fackeln gehen irgendwie bloß einmal. Das ist eine Fackel, das sehe ich. So, mit dem Bündel und der Strippe und der Glut. Mit Phosphor.
Nee. Also man kann kein Bündel Fackeln machen. Das ist ein bisschen komisch. Bis jetzt ist das Bündel anscheinend wirklich nur für Pfeile gut. Ich meine, ist ja schön, aber für Fackeln wäre noch auch gut. Nein, ich kann keine Felle mehr aufheben. Da schwimmen ja tatsächlich die Felle davon. Huch. Ja. Also schön warten, bis er ausholt. Und dann geht das ab. Die könnten ruhig Namen haben. Wenn ich jemanden verfluchen möchte, dann möchte ich wissen, wie er heißt. Das ganz kleine Finsterlingvieh und das mittlere Finsterlingvieh und das große Finsterlingvieh, das tut's irgendwie nicht. Nicht für mich jedenfalls. So, dreimal strippen. Wir können aus dreimal strippen was machen. Was ist denn das? Ein Geflecht. Jetzt wird's interessant. Geflecht und Matsch ergibt, Wäsche. Was ist denn das? Ein ganz großes Pflaster für den Kopf. Warte mal. Was geht denn noch? Mit Phosphor und mit Dingens. Die Fackel plus. Och, Wahnsinn. Wir können eine Fackel plus machen. Aus dreimal Strüppen. Hat er sich jetzt gerade hingesetzt und hier schön geflochten, ja? Wahnsinn. Das haben wir noch nicht getestet. Das war nur das, ne? Okay. Alles klar. Hätte ja klappen können. Die Fackel plus. Brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Die Bandage auch nicht. Scheiße. Aber ich brauche Platz. So, warum kann er... Warte mal. Ach so, stimmt. Ich hatte die Strippen zusammengefriemelt. Da hatte ich ja wieder Platz. Fettes Pflaster. Na, klasse. So, wie, was, wo geht's lang? Ach so, nach oben. Alles klar. So, das war ein Rundkurs. Und ansonsten geht's hier lang. Jetzt bin ich mal gespannt. Nach oben hat immer zu irgendwie so zu einem Checkpoint oder sowas geführt bis jetzt. Oh, und hier wird's auch ziemlich grasig. Um Gottes Willen.